Auf den Straßen der Region haben Frost und Schnee deutliche Spuren hinterlassen. So zum Beispiel auf der A2. Zwischen Brandenburg und Wollin drehte sich kurz vor Mitternacht ein Laster und rutschte in die Leitplanke. Diese verhinderte Schlimmeres, drohte das Gefährt doch mehrere Meter in die Tiefe zu fallen. Die Verkehrsauswirkungen waren hier gering. Deutlich heftiger wirkte sich dabei ein Crash auf der Gegenfahrbahn aus. Kurz vor Netzen kippte gegen 3.30 Uhr ein mit Kleidersäcken beladener Sattelzug um. Der Verkehr konnte nur noch einspurig und im Schritttempo vorbeirollen. Die Folge war ein Megastau. Auch in der Stadt spürte man den Unfall. Weil der Verkehr in Wollin abgeleitet wurde, rollten jede Menge Laster bis in die heutigen Nachmittagsstunden durch Brandenburg. Ein dritter Unfall ereignete sich zwischen Golzow und Michelsdorf. Der Fahrer eines Kleintransporters rutschte gegen einen Baum. Retter versorgten den Mann, die Landstraße war rund 2 Stunden voll gesperrt. Weitere Informationen und Bilder gibt es auf meetingpoint-brb.de.